Willkommen zurück zu einer neuen Folge MP und dem Galactic Survival. Wir sind immer noch dabei, in der Armory hier uns vorzukämpfen. Muss ich so oder so mal gucken, wie weit, ob das da oben noch weitergeht. Oder müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt mindestens hier unten erstmal den Eingang gesprengt. Hier hinten ist ja zumindest eine Tür. Und ohne Rahmen nicht zugreifen. Ja? Da kann LCD ohne Rahmen nicht zugreifen. Andere Fraktion. Achso, ich kann darauf nicht zugreifen. Jetzt gucken wir doch mal erstmal, was hier hinter ist. Mal gucken, was uns da überraschend tut. Meine Fresse. Das waren die gewesen. Hoffentlich hast du noch die Munition dabei. Ach du Scheiße, ey. Hä? Komm doch mal mit hier. Was ist denn hier los mit dir? Die sind ja mal wirklich scheiße, ey. Vor allem machen die auch ganz schön Schaden, ey. Vor allem halten hier wirklich was aus, ey. Aber da muss wirklich was Gutes hinter sind, ey, sonst raste ich aus. Dahinter ist auch noch einer. Komm. Magst du nicht? Was macht denn? Naja, kann man höchstens so bekämpfen dann. Hoffentlich kommt da noch ein bisschen was bei rum, ey. Auch nicht so viel. Hoffentlich ist hier noch kein neuer gespawnt. Der Scheiße da hinten doch. Normalerweise, wenn ich so lange. Der hängt da aber fest, aber. Da links daneben noch inner oder sah das besser aus? Uiuiuiui. Hoffentlich geht da der Container jetzt nicht kaputt, ey. Aber ich denke mal schon. Ich möchte mal zumindest wissen, was da oben noch drin ist. Die Kisten gehen ja aber eigentlich nicht kaputt, wa? Meine Fresse, ey. Da muss ja was Gutes drin sein, sonst. Wird's ja nicht so geschützt, sag ich mal. Jo. War das. Oh, 4 Goldballen, Impulsgewehr, Raketenwerfer und Scharfschützengewehr T2. Schon wieder. Naja. Dann gucken wir mal gleich hier oben, was hier noch so abgeht. Aber irgendwie schon komisch. Oder geht es hier noch irgendwo anders rein? Oder zumindest hoch denn? Oder? Sieht doch da so aus, als wenn man da noch oben rein könnte.
Da steht doch da alles voll, oder nicht? Was ist denn das hier? Hier muss man doch reingucken, reinkommen. Ja, wir müssen ja eine Seite kaputt machen. Na, gehst du jetzt kaputt oder gehen die anderen Kisten auch noch mit kaputt? Oha, ja, das Panzerglas ist aber mal wirklich gut, ey. Kann man wirklich sagen. Boah, ey. Aber zum Glück haben wir doch eine halbe Tonne mitgenommen hier. Von dem Sprengstoff. Boah. So. Die haben sich ja eigentlich mal früher nicht selbst hochgejagt. Juhu. So, stimmt, wir stehen ja doppelt eher. Hey, hallo? Hier nicht abhauen. Ah, da auch schon ganz schön kaputt gewesen, ja. Erstmal hier großer Raum mit nichts drin. Das müssen wir erstmal prüfen dann. Nicht, dass wir da doch irgendjemanden wecken. Weiß mal, bring mal das Zeug hier weg. Die Scheiße, ja. Müssen wir zumindest alles stapeln hier. Oder probieren zu stapeln. Weil hier passt auch nicht mehr sehr viel rein. Die 15 mm Kugeln können wir aber da hinten dann mit reinpacken. So. Pulsgewehr, das Scharfschützengewehr packe ich mal mit hier rein. Die Kaliber können wir mal vergessen, ja. 15 mm, ach, die 15 mm wollte ich hier mit reinschmeißen, ja. Mit 30 mm, puh, weiß ich jetzt gar nicht, wo ich die mit. Habe ich die auf dem kleinen CV mit drauf gebaut? Ich glaube ja, aber. Da müssten die mit drauf sein. Also dafür habe ich die genommen. Hätte eigentlich auch eins weiter höher, aber von oben rein, na gut. Beim nächsten Mal wissen wir es besser. Das sind jetzt zum Glück nur normale Türen, aber die halten eigentlich auch schon sehr viel aus. Und da war sie weg gewesen schon. Naja. Achso, das nächste Mal kann ich auch von oben reingehen, wa? Naja, Tumulte aufschießen, Munition ist günstig. Brauchen wir uns jetzt keine Sorgen drum machen. Haufen von. So will ich das eigentlich haben. Ja, hier haben wir zwar ein bisschen Munition dabei, die wir nicht so brauchen. Aber das soll uns erstmal relativ egal sein. Weil was wir haben, haben wir. Ja. Ja, vor allem Munition gibt es hier. Da sagt der eine ja schon mal. Was bist du schon leer hier? Hm. Deswegen aber schneller. Ach, da ist er. Da ist er bloß mal kaputt gegangen, denn. Ja. Ah. Hier war mal ein Dings davor. Naja, man kann ja auch mal nach oben gucken oder mal den Tanz lassen. Und so wie ich es gemacht habe, kann man es lassen.
Sag mal hier, Multiwerkzeug T1. Können wir eigentlich gleich mit weghauen. Pentazidrohr. Was natürlich auch wieder von Vorteil ist. Mensch, ja, 15 mm Kohle schon wieder so viel. Golderz. Naja, irgendwann haben wir da auch 5 Stück zusammen. Dann passt das da auch wieder. Machen wir hier das hier erstmal mit. So, wunderbar. Können wir ja noch irgendwas wegschmeißen. 30 mm Kugel, die hebe ich mir doch mal auf dafür. Also für das Raumschiff dann. Na, los, lad nach, weil dann sind wir nämlich hier eigentlich dann auch soweit schon durch. Weil jetzt hier das Abbauen ETC können wir uns sparen, weil ja, wir haben es einfach. Da müssen wir uns ja nicht wegen irgendwelchen paar. Ups. Haben wir ja schon mal da. 15 mm Kugel können wir da noch mit reinschmeißen. Ja, hier in den roten Kisten sind vor allen Dingen Erze ETC mit drin. Ab und zu findet man denn doch mal in Multiwerkzeug. Kann man doch vielleicht schon wieder einen Goldbahn machen, ja. PK-Ladung. Wir müssen so oder so. Brauchen wir nicht. Dann können wir das hier gleich mit reingeben hier. So dass da die Zeit sich ein bisschen Mühe verringert. Dann können wir das hier mitnehmen. Dann sind wir nämlich einmal komplett voll. Haben zwar jetzt hier 6 Kisten mit kaputt gemacht. Das sollte aber jetzt erstmal nicht so weit schlimm sein. Hätte zwar ein bisschen mehr erwartet, aber naja, geht ja eigentlich. Oder schön. Bam, bam, bam. Da, wie die da die Kometen runterkommen. F, um Ei aufzunehmen. Achso, ich würde schon sagen, hey. Warum ist denn da. Warum wird denn das da so komisch angezeigt? Ich brauche noch ein bisschen. Was war denn das ZR1? Das war ja nicht das da gewesen, sondern das normale. Mensch. Was schützt ja mal aus hier? Ja, lass doch mal hier alles in Ruhe, ey. Jetzt überlege ich halt, wo ich lang fliege. Eben aber dieses, weil ich brauche ja dieses ZR1. Das wächst, aber das sind diese Klingen, glaube ich, waren diese Klingen Knüppelchen. Oder? Nee. Quatsch. Das war das nicht gewesen. Das waren, das nicht die hier oben gewesen? Die hier? War das nicht das hier gewesen? Geräte, Minigun-Geschütz, aktiv. Aktiv. Achso. Müssen wir hier zumindest noch ein bisschen was rausschmeißen, denn. Wenn wir können hier. Bisschen haben wir hier zumindest was rausgeschmissen. Hallo? Bleibst du schön unten, ja? Ah, ein Fleisch, oder? Ne, war das nicht das hier gewesen? Das ZR1? Ja, war's. Weil davon brauche ich ja auch einen Haufen. Und das hier, Space Lim, sind auch immer ganz gut. Aber das brauche ich ja um für die Medikits zur Herstellung. Also werden wir das hier noch auch mal ein bisschen mit einsammeln. Weil das ja auch sehr, sehr wichtig ist.
wie sagten die Kids. Und dadurch, dass wir das sehr, sehr viel brauchen, war ja eigentlich bloß das Zeug und Wasser gewesen. Also eigentlich auch sehr, sehr einfach. Kenn ich das? Oh, Phoenix. Phoenix fahren. Phoenix fahren. Fahren. Fahren, fahren. So, dann können wir nämlich hier die kleinen Felder mit abernten. Du noch mit. So, dass wir da erstmal genügend haben. Ah ja, weil jetzt also ja. Er schiebt. Hast du hier noch was Gutes drin? Ah. Gucken wir mal hier noch mal kurz rein. Den müssen wir so oder so noch mal kurz Sauerstoff tanken. Achso, ja, geht ja nicht. Ich muss ja das so machen hier. Ablegen. Oder hätte ich eigentlich auch vernichten klicken können. Halt was essen kurz. Dann noch darüber fliegen, weil da ist ja noch mal so eine schöne Bedieneinheit. Was ist denn das hier schon wieder? Ja, schon wieder leer hier oder was? Gibt's doch gar nicht. Gibt es doch gar nicht. So, bei denen können wir das nämlich da auch so reinpacken und fertig. Ich habe doch hier irgendwo was zu essen, ja. Und dann fahren wir kurz noch darüber, ganz genau, bevor wir das wieder vergessen hier. Da wollen wir hin. Können wir das hier noch kurz abernten, dann haben wir wieder ein bisschen was zusammen hier. Die schießen sich so oder so gerade hier schön warm. Dann brauchen wir die erstmal nicht weiter zu stören, das Ganze. Zum Glück habe ich die Dings auf ausgestellt, ja. Sonst würden auch die Aris immer dauernd schießen. Ich hab's ja nicht hier. Ah, doch da. Jetzt zumindest was die Alien sind. Das da brauche ich. Hätte ja Reserve schon 200-fach da rumliegen. Bisschen Fleisch, dass man vielleicht mal ein paar Fleischkonserven machen kann. Und ich hatte ich auch schon hier, war, ja. Ja, gleich ist es ja wohl gut hier. Weil können wir es auch ausmachen dann. Weil da brauche ich ja eigentlich immer zwei Stück, war. Sind das da aus 45 Stück? Ja, kann man wieder ein paar machen, bis sie sich hier wieder regeneriert haben, das Ganze. Achso. Oder finden wir hier noch schnell noch was? Aber sollte eigentlich erstmal reichen. Hier können wir nämlich die Waffen auch ausschalten. Hier schützt sie mal aus, ja, komplett. Dann reicht das erstmal soweit. So, jetzt muss ich nur mal kicken, wie ich hier denn hochkomme. Upsala. Oh ja, will er an so einem blöden Baum hängen geblieben hier. Ich sag ja nicht. Also ich müsste mal ein bisschen höher noch vielleicht. Upsala. Ich habe gedacht, hier sind die ZR1, sind sie ja aber nicht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier an dem blöden Schiff vorbeikomme irgendwie. Jo. Oh, und genau da rein? Nee, doch nicht. Nein. Nicht da runter. Schön da rein. Dann habe ich nämlich auch nicht so einen weiten Weg. Wenn ich dann nämlich wieder irgendwo anders stehe. Das macht sich aber auch dann ein bisschen blöd denn. Ach, können wir hier runter. Ja. So.
Können wir gleich uns hier auf die Reparaturstation stellen. So, und fertig. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier alles soweit rauskriegen. Bam. Dann schauen wir hier. Achso, kommt auch nicht weiter raus. Na, komm. Seien wir hier nicht so. So komisch. Weil dann hauen wir erstmal kurz die Erze hier mit raus. Wollen wir den Erze vertreten? Ja, so. Die einzelnen Dings kann ich da mit reinpacken. Hier haben wir noch ein Erz. Hier haben wir Erze. Da haben wir Erze. So. Das alles packe ich oben rein. Jetzt muss ich nochmal kurz die verderblichen Waren hier wegschmeißen. Nicht wegschmeißen, sondern in den Constructor mit reinpacken. So, du. Achso, da vorne hätte ich noch das machen können. Und das ZR1, das ist auch nicht. Also es braucht so oder so den nicht weiter. So, die ganze Munition schmeiße ich erstmal hier oben rein, die ich sowieso nicht brauche. Moon. 30 mm. Ja, ich schmeiße erstmal hier oben alles rein. Die Zetra kann ich zwar hier brauchen. Noch nicht. Doch, der hat die 70 Stück durchgeschraftet. Das ist ja schon mal beruhigend zu wissen. Ach, halt mal. Goldborn und New Doom können wir hier reinschmeißen. Denn die Gold machen wir da draus gleich Münzen. Machen wir das auch schon mal mit weg. So. Nee. Du da einmal komplett. So, und dann die Waffen alles. Bleibt eigentlich soweit erstmal drinne hier. Das können wir gleich für den nächsten Trip mitmachen. Aber wir werden das Sturmgewehr austauschen durch ein Impulsgewehr. Weil es Schaden 60 macht und das macht nämlich nur 35. Das Scharfschützengewehr und der Raketenwerfer. Die kommen auch noch mit weg. So. Ihr kommt erstmal wieder hier mit hoch. Oder mit rein. Und das Ganze. Sturmgewehr. Sturmgewehr können wir auch damit reinschmeißen. Weil den können wir zumindest hier in 24 reinschmeißen. Und die eine Adrenalinspitze können wir da auch noch mit reinschmeißen, weil das bringt jetzt ja auch nichts, da extra eins übrig zu lassen. Ne? So, nee. Sandzimbahn. Nee, Pentazid schon, alles fertig. Hier die Erze brauche ich aber nicht. Weil was die Bahnen sind, kommen oben mit rein gleich. Sie kommen denn hier gleich mit. Sandzimbahn, Taskusium, die Pellets. Das. Achso, die Dings kann ich eigentlich hier. So. Hopp. Noch irgendwo was? Oder bin ich gerade ein bisschen blind? Bin ich bestimmt ein bisschen blind jetzt? Naja, Multiladung habe ich so oder so ein bisschen mehr rumzuliegen. S-Ladung kommt auch mit weg, das kommt mit weg. Kommt mit weg erstmal. Das erstmal alles wieder zurück hier. Die zahle ich mal gleich noch mit ein. Dann kommt das hier auch mit weg. Das kann ich wieder runter ins Schiff packen. Das packe ich mal gleich mit. Komplett. Hallo? So. Hier ist die AT. So. 200 noch was.
Ja, hat sich doch gelohnt wieder hier. Nicht wundern, dass ich da so viel Geld habe. Und da war ich mal ein bisschen an Ausgrabungen beteiligt und deshalb habe ich da einen Anteil was abbekommen dann. Das können wir nämlich auch mit hier reinschmeißen. Ja, dann sind wir soweit. Ach, das Medikit würde ich noch unten lassen. Dann kann ich Medikit und den Sprengstoff hier reinpacken. Und dann sind wir schon wieder soweit fertig und durch. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Falls ihr Kritik, Anregungen, irgendwelche Wünsche habt, einfach damit ab in die Kommentare. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin dann. Ciao.